Seit 2 Jahren zeigen wir euch jede Woche, wie es mit dem Projekt unseres Tiny Houses voranschreitet, aber auch immer mehr, was unter dem Dach Tiny House, also in unserem Leben selbst passiert oder auch in Vorbereitung auf das Leben im Tiny House. Wie allerdings so ein Video überhaupt entsteht, von der ersten Idee bis hin zur Veröffentlichung, das möchten wir euch heute zeigen. Wir sind übrigens Anja und Ilan, freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Damit ihr auch keine weiteren Videos verpasst, könnt ihr jetzt gerne auch unseren Kanal abonnieren und diese Glocke aktivieren. Wir haben ja jede Woche, wenn ihr uns bereits verfolgt, ein neues Thema. Jedenfalls arbeiten wir auch immer daran, das gut durchzumischen. Es geht ja auch nicht immer um unser Tiny House. Das heißt, wir müssen erstmal brainstormen in Bezug auf unser Tiny House, Themen, die uns aber einfach allgemein auch beschäftigen in unserem Leben. Und das bedeutet auch für uns, wir sind zumindest so, dass wir eine gewisse Struktur benötigen. Also unsere Gedanken, wenn wir dieses Brainstorming durchführen, fassen wir ganz gerne auch in MindNode zusammen. Das ist ein Programm, mit dem wir gerne das Ganze visualisieren. Wir haben das schon mal in einem vorigen Video, so arbeiten wir, kurz gezeigt. Verlinken euch das gerne nochmal. Und das hilft uns total, einfach weil wir auch mehr die bildlichen Menschen sind, als mit Tabellen arbeiten, uns da zu organisieren und die Themen oder all die Gedanken in die Monate runterzubrechen und zu schauen, welchen Monat können wir damit welchen Inhalten füllen. Wenn wir das Thema also ausgesucht haben, dann kommt der nächste Schritt und zwar die Vorbereitung. Das heißt, wir recherchieren, ne, je nach Thema und machen eine Art Generalprobe. Bevor wir das Ganze aufnehmen, versuchen wir das einmal durchzusprechen, damit es flüssiger ist tatsächlich. Genau, beziehungsweise wenn wir auf der Tiny House Baustelle waren, müssen wir erstmal zu dem entsprechenden Thema die ganzen Materialien raussuchen, was sehr zeitaufwendig ist. Aber ja, die Generalprobe, die versuchen wir doch immer durchzuführen, weil wir eben, und das kann man nicht generalisieren, wir sind keine One-Take-Wonder. Also One-Take-Wonder. Ja, wir drücken das nicht heißt, auf den roten Knopf und können das in einem Go durchrattern. Ist aber nicht immer alles vorbereitet. Also wir haben auch viele Videos, wo wir einfach draufhalten. Das merkt man dann aber auch wahrscheinlich. Wenn wir das Thema also haben, wir haben das Thema aufbereitet, wir haben uns vorbereitet und können also für die Aufnahme das Equipment aufbauen. Entweder wir haben also unser Stativ oder unser Handheld, also wir haben so einen Gorilla-Pod, genau, der ist ja mittlerweile kaputt. daher nutzen wir den nicht mehr so oft oder wir halten die Kamera einfach. Am leichtesten ist es natürlich, wenn wir uns hinsetzen können und dann in die Kamera sprechen und das Stativ die Kamera hält, das tut nicht ganz so weh. Ich kann nicht mehr halten, ich wackel schon. Jetzt nochmal. Tut weh, ne? Alles gut, ja, ich muss ja immer wechseln. Merkst du schon, ne? Und der muss jetzt auch wechseln. Ich wechsle nur die Seite. Wir haben uns erstmal eine Canon M50 gekauft, damals vor knapp 2 Jahren in Berlin noch. Und haben die dann quasi nachgerüstet mit einem neuen Objektiv. Und zwar ein Sigma-Objektiv mit einer Festbrennweite 16 mm, also ein Weitwinkelobjektiv mit Lichtstärke 1,4. Ich muss dazu auch immer sagen, ich hatte davon gar keine Ahnung und ich fand eigentlich unser erstes Objektiv ganz toll, beziehungsweise wollte nicht gleich wieder so viel Geld ausgeben. Aber die Kamera ist auch nur so gut, wie das Objektiv ist und somit hat Ilan mich dann auch nach Monaten überzeugt, dann da nochmal aufzurüsten. Und ihr seht, wir versuchen euch auch nochmal einen Vergleich einzublenden. Im Vergleich zu den ersten Aufnahmen ab Nachmittag lässt die Qualität einfach nach. Wir kriegen Schnee, auch als wir mal einen Campingplatz besucht haben, da sieht man das ganz deutlich im Auto. Dieses Objektiv, welches wir jetzt verwenden, ist einfach, gibt uns mehr Möglichkeiten und wir finden die Qualität echt gut. Lässt einfach mehr Licht rein. Ja. Und das heißt, und da sind wir auch schon beim wichtigsten Thema bei der Aufnahme, das Thema Licht. Wir versuchen tagsüber aufzunehmen. Jetzt aber ganz ehrlich, gerade im Winter wird uns das nicht gelingen, dass wir genügend Tageslicht haben. Daher haben wir auch diese wunderbaren Softboxen, genau, die wir damals bestellt haben im Doppelpack. Die sind super. Die erleuchten den Raum, erhellen ihn auch, gerade die Baustelle, da haben sie uns ja auch irgendwie durchgeholfen, weil die Baustrahler auch irgendwie eine andere Frequenz haben als die Bildfrequenz unserer Kamera. Und dann flackerte das immer so. Und das war sehr unangenehm, daher war es super, dass wir diese Softboxen bestellt haben schon damals. Das Ding ist nur, dass uns das Licht nicht gefällt und daher versuchen wir bestmöglichst eben bei Tageslicht aufzunehmen, weil da ist es einfach am schönsten. Und neben Bild kommt Ton? Ja, und da ist uns auch schon aufgefallen, dass der Ton fast schon wichtiger ist als das Bild. Und wir kommen eigentlich aus dem Tonbereich, haben uns aber damals für ein gerichtetes Kameramikrofon von Rode entschieden. Ganz einfach, ich glaube für 20 Euro oder 30 Euro. Das heißt, die nächste Investition nach diesem Objektiv wird jetzt auf jeden Fall ein Steckmikrofon sein für jeden von uns, weil der Ton einfach
sehr wichtig ist. Hier hinten versteht man mich wahrscheinlich nicht mehr so gut wie hier vorne und genau das wollen wir eben vermeiden. Wichtig an dieser Stelle ist auch dieser kleine Windschutz, den wir haben, dieser Wuschel. Den haben wir ein, zwei Mal vergessen. Und auf der Baustelle. Genau, und danach konnten wir die Aufnahme in die Tonne klopfen. Zu auch, wie es... Das ist also sehr, sehr wichtig. Was wir auch noch haben, das hole ich jetzt mal, ist eine GoPro. Eine kleine Actioncam. Die ist super für Tiny-Häuser, weil wir brauchen etwas mit Ultraweitwinkel, um diesen Raum eben aufnehmen zu können oder dass man eben alles in die Kamera bekommt. Weil da kriegt man auch ein ganz anderes räumliches Empfinden, weil es immer so ein bisschen schade ist, wenn man draufhält mit der Canon und dann merkt man, okay, der halbe Raum ist irgendwie dann doch nicht mehr da. Somit drücken wir jetzt, da wir wissen, wie die Kamera einzustellen ist, das war damals nicht so, einfach nur noch auf Aufnahme und dann geht's los. Wir versuchen einfach, dass unser Redeanteil ähnlich bleibt und wir, so gut es geht, dann ein Thema oder einen Absatz in einem Go durchzukriegen, wie ihr das an unseren Schnitten vielleicht seht, gelingt uns das nicht immer. Und dann ist im Prinzip die erste Aufnahme im Kasten und dann geht's an die Bearbeitung 1. Wir nennen das immer den ersten Rohschnitt. Und wir unterscheiden hier von A-Roll und B-Roll. Das heißt, A-Roll ist immer die Aufnahme, die wir jetzt gerade drehen, wo man uns hört und sieht. Und B-Roll ist das Material, welches wir dann, während man uns hört, abspielen. Beispielsweise das Bildmaterial, welches wir dazu noch aufgenommen haben. Genau, und bevor wir dazu kommen, versuchen wir immer in unserem Videoschnittprogramm, wir arbeiten hier mit Final Cut, erstmal natürlich das neue Projekt erstellen, die ganzen Dateien reinziehen und dann erstmal schauen, auf welche Länge wir mit dem Video kommen, ob das uns zu lang ist, ob das knackig genug ist. Wenn wir das also haben, dann nehmen wir meistens die zweite Spur auf. Also da, wo wir eben etwas erzählen, wo wir meinen, das mit Bildern nochmal erklären zu können, dann passiert das eben im nächsten Schritt. Damit das dann auch nicht nochmal zu viel Zeit kostet, versuchen wir uns das vorher genau aufzuschreiben, welche Szenen oder welches Bildmaterial wir noch vermissen in unserem Video. Sobald das dann im Kasten ist, wird auch das runtergeschnitten und dann über die Hauptspur gelegt. Und dann schauen wir einfach, wie es denn jetzt wirkt. Dann wird das Outro noch eingefügt, unser Logo eingefügt, eine entsprechende Musik ausgewählt, die Ilan dann ja produziert. Wenn ich die Zeit habe oder mir die Zeit nehme. Das heißt, der Abspann ist drin, das Intro ist drin, die Musik ist angepasst, das Logo ist da und dann kommt der Filter rauf. Und da haben wir uns für eigentlich zwei Filter entschieden, die wir immer verwenden. So den letzten Feinschliff. Und dann wird es eigentlich exportiert und dann sind wir auch schon mit unserem Videoschnittprogramm erstmal durch. Aber noch lange nicht bereit zur Veröffentlichung. Weil wir noch kein Thumbnail haben. Das ist dann meistens das Thema, wo wir merken, okay, wir haben doch was vergessen. Das ist immer das Startbild, welches einen eigentlich dazu bewegt, drauf zu klicken oder nicht. Ich merke das immer, wenn ich durchgucke bei verschiedenen Kanälen und Videos oder wenn ich nach Themen suche, beispielsweise wie man jetzt eine Hafermilch macht oder so mit einem Mixer, dann klicke ich tatsächlich auch auf die Videos, die ein schönes Startbild haben, was mich anspricht, wo ich glaube, hier kriege ich kurz knackig zusammengefasst die Inhalte, nach denen ich gerade suche. Wenn wir kein Bild haben oder keines vorbereitet haben, dann entnehmen wir es meistens dem Video. Da arbeiten wir mit einem Programm namens Affinity Photo. Wir haben uns damals gegen dieses Abonnement bei Photoshop bzw. Adobe entschieden. Und haben gesagt, also für das, was wir vorhaben, reicht das allemal. Und das verwenden wir jetzt eigentlich jede Woche, um die Fotos oder die Thumbnails eben zu bearbeiten oder aufzubereiten. Dann wird meistens währenddessen das Video auf YouTube selbst hochgeladen. Dazu müssen wir uns dann natürlich noch einen entsprechenden Titel aussuchen, was im besten Fall schon vor der Produktion des Videos oder vor der Vorbereitung, während der Vorbereitung passiert ist. Und dann kommt die Videobeschreibung, wo ihr natürlich nochmal alle Informationen oder Inhalte, auch die wir im Video dargestellt haben, findet, bei Produkten, die wir verwenden oder ähnlichem. Am Ende kommen noch die Tags, also die Schlagworte, die unser Video verbinden, damit man bei der Google-Suche dieses Video auch schneller finden kann. Dann wird das Video noch monetarisiert, dass wir mit den Klicks, die wir durch euch generieren, auch ein bisschen Geld verdienen, dass die Arbeit, die wir jede Woche reinstecken, auch ein bisschen vergütet wird. Daher die Werbung, auch wenn ihr unter den Videos selbst in den Kommentaren einfach Beiträge teilt, eure Meinung schreibt, uns einen Daumen nach oben gebt, den Kanal abonniert. All das sind Faktoren, die natürlich damit reinzählen, die uns und unsere Arbeit unterstützen. Also das freut uns immer sehr, wenn ihr da auch aktiv seid. Und dann wird es nur noch veröffentlicht. Ja, das sind sie. Die Arbeitsschritte für unsere Videos, unsere wöchentlichen Videos.
Und wir hoffen, dass auch dieses Video euch gefallen hat. Wenn ja, dann hinterlasst uns gerne einen Daumen und schaltet sehr gerne nächste Woche wieder ein. Wir freuen uns und sagen bis dahin. Tschüss. Tschüss.